Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Rika für dieses Bastelstübchen. Ich bin unabhängig Stepping Up Instruktorin und heute wird gebastelt. Ich weiß, ich bin etwas spät dran, deswegen gibt es heute den Ferrero-Dienstag, der eine Ferrero-Freitag sein sollte. Aber ich habe es nicht eher geschafft, weil jetzt gehen die ganzen Workshops los, die ganzen Stempelpartys etc. Und naja, ein bisschen Privatleben hat man auch noch und gerade immer zum Herbst hin oder bis zu Weihnachten hin und naja. Das letzte Vierteljahr und das erste Vierteljahr vom Jahr sind immer sehr viele Geburtstage etc. familiär und auch Freunde, Bekannte und irgendwie, ja, ist es oft so, dass man da einfach die Zeit nicht hat. Und bei uns noch der Kammermarkt, das ist, naja, nicht ganz so groß wie der Oktoberfest, aber ansonsten auch ein sehr großer Rummel bei uns, hat man ja gesagt, und da kommen natürlich auch viele Leute und da geht man ja auch gerne drüber. Aber nichtsdestotrotz habe ich heute zwei Varianten. Und zwar habe ich mal wieder was Kleines. Entweder ein Tischkuli oder ein hübsches Mitbringsel. Und zwar habe ich, hier ist das jetzt leer. Aber hier versteckt sich, es gibt die Gotteln wieder. Tada! Ein Roshi! Ja, und wie diese süße Box, hier habe ich einmal nicht die Ecken abgerundet. Hier habe ich sie abgerundet. Ich hoffe, ich die abgerundete Form etwas besser finde. Aber so eine Geschmackssache, ich finde beide schick. Die will ich euch zeigen. Die sind super schnell gemacht, also auch eben halt nicht mit so großen Stückchen Papier. Und ich benutze heute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist traumhaft. Also außer eins, das ist dieses Designpapier aller Welt, das ist nicht mein Ding, absolut nicht, aber das umso mehr. Guckt euch das mal an. Sieht das nicht irre aus? Und davon gibt es drei Stück. Von denen hier gibt es auch drei Stück. Das ist alles in Kupfer und Champagner gehalten. Das sieht total edel aus. Und einmal in Gold. In Gold habe ich das andere gemacht. Guckt euch das mal an. Ist das nicht schick hier? Wow, oder? Das sind doch wirklich tolle Designerpapiere, ne? Da kann man was mitmachen. Und was mitmachen tue ich jetzt heute auch einmal mit den Blättern. Weil die finde ich nämlich auch super schön. Beziehungsweise ich habe hier hinten eigentlich mein Karo. Eigentlich könnte ich das ja auch weiter benutzen. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, welche ich zuerst nehmen soll, weil irgendwie sind die alle total schick. Ich nehme jetzt die Blätter. So. Aufs Ende. Aber nicht nur die, sondern hier habe ich zum Beispiel eine Box. Die werde ich irgendwann auch nochmal machen. Die habe ich bei einer in Facebook gesehen. Ich glaube, Irene, ich weiß es nicht mehr. Und fand die so toll. Und dieses Papier finde ich einfach nur, guckt euch das mal an. Das ist Wahnsinn, ne? Und das ist das tolle Papier aus dem Jahreskatalog. So, das brauchen wir. Musste ich eben kommen überlegen. 17,5. Das ist gleich hier. Vor der 18 der halbe Stich hier. So. Und natürlich bei diesen Designerpapieren, die sind ja auch etwas fester als die normalen. Gerade wenn man dann Verpackung macht, wo vielleicht etwas Schwereres reinkommt und Größeres, sind die super toll. So. Jetzt nehmt ihr die Schneidlinge weg und jetzt werdet ihr falzen. Bei 3,5 cm, wieder diesmal alles in Zentimeter, ich weiß, euch freut das. Dann einmal in 7. Und 14 cm. Dann drehen wir das Ganze um 90 Grad. Und fangen wieder an. Na. So, doch. Habe ich das schief geschnitten? Im Grund. Ja. Oder auch nicht. Minimal, was kann es jetzt nicht sein? Gut, probieren wir es nochmal. Vielleicht habe ich auch. Nee. Gut. Okay. Alles gut. So. Schneideklinge weg. 3,5 cm. Bei 7 cm. 10,5 cm. Und bei 14. So. Dann kommt das erstmal weg. Das ist schon mal fertig. Und jetzt geht es im Endeffekt ganz einfach. Ihr nehmt eure Schere,
jetzt schneidet ihr. Jetzt muss ich eben gucken, wo habe ich die jetzt hingelegt? Ich hatte auch eine größere mitgenommen. Egal, nehmen wir die. Und zwar schneidet ihr jetzt diese Falz bis zur zweiten Falz hier ein. Ich mache euch das mal vor. Also von der ersten Falz hier bis zur zweiten Falz hier rein. Und dann kommt das rausgeschnitten. Und hier von der ersten Falz auch wieder bis zur ersten und das wird auch rausgeschnitten. So, ne? So soll das an allen Vierecken aussehen. Das zeige ich euch gleich noch in Ruhe. Dann sind wir nicht ganz. Also immer am besten, wenn ihr rausschneidet. Ach, das blendet total das Papier. Also, ihr geht, habt das auf der Seite, auf der linken Seite, dann bei der ersten Falz. Und dann hoch. Bis zur zweiten Falz. Und hier auch, da geht man die erst, schneidet man das erste Rechteck raus. Also ihr könnt immer sagen, auf der unten schneidet ihr zwei Quadrate raus. Ja, da will man nicht so. So. Und das Ganze macht ihr dann hier auch. Und hier unten schneidet ihr nur ein Quadrat raus. Erst zwei und dann eins. So. Das Ganze machen wir hier auch wieder. Ihr könnt das natürlich auch mit Papierschneider machen. Ganz klar. Aber ich benutze gerne die Schere. Das tut man weg hier. Jetzt habe ich meinen Abrunder nicht mit, ist aber nicht schlimm. Also ich habe sonst immer meinen Abrunder mit, der ist jetzt nicht mit, macht aber gar nichts. Ihr könnt das natürlich auch die Ecken dran lassen, das ist jetzt euer Ding. Ich lasse die jetzt bei diesem mal dran, weil ich habe ihn nicht mitgebracht, macht aber nichts. Das ist auch ganz Ermessenssache, wie man es hätte. So, jetzt sucht ihr euch eine Seite aus. Da muss ich noch ein bisschen... So, das war nicht ganz. Jetzt noch. Und zwar suche ich mir jetzt diese Seite aus und schneide jetzt so einmal ein. Und die gegenüberliegende Seite. So. Da das Klebelöschen sind, können wir die sehr schön abschrägen. Und nicht nur abschrägen, sondern wir kürzen die auch einfach. Ich zeige euch noch das alles von der Seite, den wir einmal abschrägen hier. Und einmal kürzen. Das macht ihr auf der gegenüberliegenden Seite auch. Es ist einfacher zu kleben gleich. Ja. Und bei der Seite auch einfach. Wie gesagt, falls ihr schon mal schief geschnitten habt, dann nehmt ihr die einfach als Klebelaschen. Das ist alles gar kein Problem. So. Das kommt ebenfalls weg. So sieht das Ganze dann aus. Und das sind hier eure Klebelaschen. Dann wird das Ganze nämlich nachher so zusammengetan. Also erstmal faltet ihr jetzt alles nach. Ist da. Aus meinem Falzbein. Auch nicht da. Gut. Macht nichts. Geht auch ohne. Also eben alles schön nachfalzen. Wie gesagt, dieses Designpapier ist auch ein bisschen härter. Etwas härter, stärker natürlich. So, und jetzt haben wir alles zusammengefalzt. Super. So sieht das aus. Und so wird das dann gleich aussehen. So kleben wir das schön zusammen hier. Und eine Seite sucht ihr euch jetzt aus, wo vielleicht die Ecken nicht ganz so schön sind wie auch immer. Und die schneidet ihr ab. Das sind bei mir die hier, die sind nicht ganz so schön. Die machen wir die Hälfte kürzer. So. Weil das wird nämlich dann direkt zusammengetan. Und das ist einfach nur, dass das halt zugedeckt wird. So.
Das heißt, jetzt brauchen wir auf jeden Fall dumm. Mein. Wo habe ich ihn denn jetzt? Ich habe ihn mitgebracht, das weiß ich. Ein Katerchen macht sich schon bereit hier. Da ist er. Und meine liebe Mutter habe ich auch mit die Häuser sagen, habe da alles mitgebracht. Ja. So, und zwar nehmen wir jetzt auf den Klebelaschen. Schön einfach. Farbfuß. Da ist er jetzt schon wieder irgendwie. Also irgendwie habe ich ein bisschen Problem mit dem Farbfuß. Der rollt sich nicht mehr so auf, wie er soll. Naja. So. Das heißt, ich gehe jetzt bei, wie immer, und lege meinen Daumen so an. So, dass das auch nicht überlappt, aber auch schön an der Kante lang ist. Wie gesagt, ist ja eigentlich Standard bei Boxen. Aber auch für die, die gerade neu sind, dass sie es so mitgekriegt haben, vielleicht. Ah, da muss ich noch mit dem Hirsch schneiden. So. Super. So. Und jetzt ist vom Prinzip her, jetzt müsst ihr euch, habe ich die Gewinnklammer an, die gibt es bei Stampin' Up im Hauptkatalog. Ich finde die total schön, vor allem gerade zu Weihnachten im Hall. Okay, das ist jetzt Kupfer. Ist vielleicht nicht ganz so praktisch, aber trotzdem, ich benutze jetzt mal einfach. Und dann wird das Ganze natürlich mit einem Ferrero dann im Halt. Noch befüllt. Und dann könnt ihr das natürlich total schön für eure Weihnachtstafel, aber auch, so wie ich habe Ende Oktober Geburtstag natürlich dann auch, schön auf den Tisch stellen. Wie gesagt, ich denke mal, Ferrero, super schick. Wie gesagt, ist jetzt Gold, Kupfer, okay. Ich habe das jetzt genommen und ist in Ordnung. Gar kein Problem. So. Jetzt habe ich ja noch einmal gestempelt, beziehungsweise, ja, ist schon gestempelt. Ich muss mal immer doch noch kurz weg. So, und zwar habe ich ganz vergessen. Einmal das. Und noch was anderes. Nicht gefunden, auch gut, okay. Also einmal habe ich hier meinen Eckenabrunder, dann machen wir die Ecken doch nochmal eben. Den gibt es auch im Hauptkatalog, das ist ein total tolles Ding, habe ich schon gerade so oft, gerade auf dem Mascato, wie man mal macht oder so, wo ich jetzt auch wieder bei bin, Auftragsarbeit. So. Wenn es fertig ist, zeige ich euch das natürlich. Nur nicht mit Fotos. So, weil die habe ich natürlich nicht. So, das ist das. Habe ich mir aus dem Zelt. Wo ist es jetzt wieder weg? Da ist es. Den ich auch total toll finde. Santa Staff Sweet. So süß finde ich den. Der ist total knuffig, dieser Weihnachtsmann mit seiner Wäscheleine. Und auch die Sprüche. Weil gerade zu Weihnachten finde ich manchmal auch so ein. Happy Christmas, besser als immer fröhliche Weihnachten. Vor allem für jüngere Leute. So. Und das werden wir jetzt gleich embossen. Ich packe meinen Föhnischmann. Nun muss ich eben aber umdisponieren. Ich hatte mir nämlich, eigentlich wollte ich Silber machen. Jetzt habe ich auf. Ich habe jetzt solche Holzkisten geholt. Und da habe ich dann meine ganzen Embossing-Sachen drin. Kupfer nehmen. Wenn wir schon Kupfer haben, dann nehmen wir natürlich auch Kupfer, ganz klar. So. Hier habe ich irgendwo fester weißen Farbkarton. So weg. Das er.
Wethermark-Kissen. Und mein Stempelkissen. Und natürlich mein Passing-Body. Wichtig. Solltet ihr nicht verwechseln. Brauche ich nur ein kleines Stück. Eben einmal ab. Das nimmt ihr die Statik von dem. Von dem Papier. Dass dann auch wirklich nur da ja, was reinfällt, wo auch wirklich dann drauf kommt, wo es auch hin soll und nicht woanders. Das wollen wir ja nicht. Wenn man überall Kümmel hat, gerade bei meinem Boss, ist das aber nicht so schön. So, das tue ich mir auf einen Karton oder auf ein Blatt Papier. Tupfe das ab und ich muss echt sagen, weil auch bei dem Glitzer, ich finde das so toll. Das sieht so matt und eigentlich so unspektakulär aus. Und nur wenn man das heiß kriegt, wird das so toll. Also ich liebe Embossen. Leider hat Stamping Up nicht alle Embossing-Farben, obwohl man natürlich das auch alles ja, anderfarbig machen kann. So, jetzt wird es kurz laut. Fertig ist das ganze Zauberwerk. So. Und das glitzert jetzt so schön. Ich liebe es. So. Das Stempelkissen eben zu machen. Jetzt habe ich meine 1-Inch Kreisstanze. Have a jolly Christmas. Also, ne, das ist. So. Und für den Hintergrund habe ich ja gerade eben noch geholt. Die ist auch aus dem aktuellen Hauptkatalog gibt, ist diese Kupferfolie. Und die passt natürlich jetzt hervorragend dahinter. Und die habe ich mit. Ihr könnt natürlich auch den für die Big Shot die Kreise nehmen, mit dem Wellenkreis. Ich habe mich jetzt hier entschlossen, meine Stanze zu nehmen. Und habe da eben jetzt für die Stanze entschieden und klebe jetzt hier dieses mit einem Menschen auf. Ihr könnt natürlich auch ein Band da drum machen. Ich habe noch ein bisschen schief gemacht, also nicht unbedingt gerade. Das ist aber so gewollt von mir. Und schon habt ihr Ton in Ton ein kleines Goodie fertig. Und so kann man natürlich dann diverse Tischdeko machen. Die habe ich noch gar nicht dran gemacht. Weil das, ich meine, so sieht das aus, aber ich lege die jetzt mal einfach hin. Weil ich finde die einfach total niedlich. Ja, meine Lieben, das war es wieder von mir heute. Ein kleines Ferrero Rocher. Ich hoffe, euch hat mein Beitrag gefallen. Dann lasst ein Gefällt mir da. Oder abonniert dann meinen Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Es kommt ja jetzt ja wieder jeden Freitag ein Ferrero-Freitag und auch sonst natürlich Stücke. Ich bin gerade am Arbeiten für Halloween, das kommt aber 1. Oktober rein. Ja, bis dahin, guckt auf Homepage nach, es gibt immer wieder tolle Aktionen, auch gerade jetzt demnächst wieder im Oktober. Und wenn ihr den neuesten Katalog noch nicht habt oder auch den Jahreskatalog nicht, schreibt mir eine E-Mail oder ruft an, dann schicke ich euch unverbindlich einen Katalog. Ja, meine Homepage lautet www.ulis-bastelstübchen und somit verabschiede ich mich von euch für heute so und sage wie immer, bleibt kreativ, bleibt gesund, tschüss, eure Ulrike.